Hi ihr Lieben, ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Ich habe einen ganz kleinen Action-Haul. Ja, einen Action-Haul. Allerdings wisst ihr ja alle, dass Action zu hat. Aber Action bietet ja auch Click and Connect. Und ja, das habe ich jetzt mal ausprobiert. Kann man, muss man aber nicht. Denn die Auswahl ist natürlich viel, viel geringer, kleiner. Und ja, dazu erzähle ich euch aber gleich mal was. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich ja, bestellt habe. Selber shoppen ist ja nicht. Wie gesagt, Click and Connect geht. Könnt ihr mal ausprobieren. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Also, ich habe mir einmal Küchenrollen bestellt. Nichts Spektakuläres. Kann man auch bei Lidl und Co. kaufen. Mache ich normal auch. Aber ich habe die jetzt mal mitbestellt. Dann habe ich mir bestellt. Und da geht es schon los. Und zwar auf der Action-Seite. Darüber läuft das Ganze ja. Geht ihr einfach auf Click and Connect, beziehungsweise gebt ihr eure Filiale erstmal ein und dann eben Click and Connect und dann werden eben die ganzen Artikel angezeigt, die ihr über Click and Connect bestellen könnt. Unter anderem die Artikel, die ich euch jetzt zeige, waren verfügbar über Online-Bestellung, unter anderem Washi-Tapes, worüber ich mich sehr gefreut habe und auch 30x30 Blöcke. Jetzt waren auf der Internetseite, ich habe es aber fast befürchtet, waren auf der Internetseite, upsa, bei den, Moment, bei den 30x30 Blöcken andere Bilder. Und also jetzt nicht diese Kollektion, sondern andere Bilder, 4 Stück an der Zahl, also 4 Blöcke wurden abgebildet, kennt ihr vielleicht von der Online-Seite. Und dann ist es sowieso schwierig. Man kann nicht auswählen, ja, also man kann dabei schreiben, welchen sozusagen und bei den Bildern, das war die Kollektion, weiß ich nicht, Vintage, Basic, dieser schwarz-goldene und dann habe ich 3 Blöcke ausgewählt und habe extra beigeschrieben, einmal den Basic, den Vintage und ich glaube Floral. Ja, als ich dann heute abgeholt habe, aber mir war das fast klar, hat sie mir diesen Block hier hingelegt. Ich sagte, den hatte ich gar nicht bestellt. Ich habe ihr das dann auch nochmal gezeigt, die Bilder und. Aber es ist, wie gesagt, so. Es ist einfach nicht machbar. Es ist eben kein Online-Handel, ja. Also, wenn ihr auf der Seite schaut und die Blöcke, die abgebildet werden, haben wollt, die kriegt ihr möglicherweise nicht. Und sie hatte mir jetzt auch nur einen hingelegt. Ich hatte ja eigentlich 3 bestellt, aber 3 verschiedene. Ich habe gesagt, okay, ist egal, ich nehme den. Bei den Washi-Tapes waren total schöne abgebildet. 4 Stück, die scheinen neu zu sein und die waren abgebildet. Und die waren echt wunderschön. Ich kann euch die jetzt gar nicht zeigen. Ich habe mir die Screenshots gespeichert, extra für Action, weil ich sowas fast geahnt habe. Aber die sind jetzt an dem Handy oder in dem Handy, womit ich filme. Aber ja, die waren voll schön. Ich muss mal eben schauen, ob ich die. Moment mal eben. Ja, voll cool. Ich habe bei Amazon Fotos sind die ja gespeichert. Ich habe noch ein anderes Handy. Da seht ihr das. Abgebildet war das so. Und dann ist es eben so, ach, Moment, dass ihr nicht auswählen könnt. Da steht halt nur, wie man das dann machen könnte. So, und ich habe dann geschrieben, einmal den Basic, den Vintage. Also ich wollte einmal, ach so, das ist ein Screenshot. Ne? Die waren abgebildet, also überhaupt gar nicht die Kollektion. So, und bei den Washis zeige ich euch mal eben. Ich wollte gerade weiter scrollen, aber das ist wie gesagt ja nur ein Screenshot hier, was ich gemacht hatte. Und ja, Moment, ich zeige euch mal die Washi-Tapes. Die waren voll schön. Ich weiß nicht, ob die neu sind, aber die gab es gar nicht. Moment, aber das finde ich so ein bisschen blöd, weil wenn Click and Connect angeboten wird, ist es natürlich schon schön, dass natürlich auch dann die Bilder abgebildet werden von den Sachen, die man dann eben bestellt. Wisst
beziehungsweise dass Bilder abgebildet werden von den Sachen, die man eben auch online bestellen kann. Aber das ist bei den meisten Sachen sicher so, aber bei den Bastelsachen, es sind sowieso nur sehr wenig Bastelsachen, die angeboten werden. Es ist, also wie gesagt, ich muss es nicht haben, denn mir ging es hauptsächlich um, ich hatte mal wieder Bock, ich brauchte unbedingt Duftkerzen, aber die kann ich mir auch im Rossmann holen, wisst ihr, was ich meine. Also es ist, es muss nicht unbedingt. So, jetzt labere ich nicht weiter, ich wollte euch irgendwie die Washi-Tapes zeigen, Moment mal eben. Schaut mal, und das sind die Washi-Tapes und die sind so schön, die sind scheinbar neu. Und da habe ich dann halt die vier bestellt, die abgebildet waren. Ja, als ich sie abgeholt habe oder abholen wollte, lagen zwei andere da, zwei gleiche und dann wirklich die hässlichsten, die es überhaupt gibt. Jetzt ohne Witz. Also schaut mal, wie süß. Das sind scheinbar neue, keine Ahnung. Ich kenne sie noch nicht, die vier wollte ich haben. Ja, da gab es dann, hat sie mir zwei andere hingelegt und ich dachte, die habe ich gar nicht bestellt und die gefallen mir auch gar nicht. Die habe ich auch nicht mitgenommen. Bei dem Blog habe ich noch gesagt, okay, aber nicht bei den Washis, das waren auch die hässlichsten überhaupt. Aber die haben sogar noch für mich geschaut und da hat sie mir eben gesagt, die gibt's gar nicht. Ja, richtig schade, aber ist eben so, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Dann habe ich einmal, das riecht ultra, ultra toll, habe ich mir mal gegönnt. Das ist ja immer ein bisschen teurer, aber jetzt nur wegen Duftkerzen. Ich habe wirklich gestern, nee, vorgestern, ich habe zwei Tage also zwei Tage später konnte ich es abholen erst. Ja, wenn ich bei Rewe bestelle, das mache ich manchmal jetzt auch, wenn es mir mal nicht so gut geht, kann man bei Rewe bestellen. Das kann ich dann am selben Tag noch abholen, das ist ganz cool. Gut, zahlt man 2 Euro Aufschlag, finde ich aber in Ordnung. Rewe liefert auch nach Hause und ist dann 5 Euro Aufschlag, aber das ist Quatsch, mir geht es um. Also darum, dass ich dann nicht irgendwie ins Getümmel will und wenn man das bei Rewe einfach nur abholt, dann ist man gesondert in einem Raum. Hinten kann man klingeln, das ist richtig toll. Ja, und da sind sie. Ich habe endlich wieder Duftkerzen, da freue ich mich sehr. Ich habe jetzt abends immer nur ein Teelicht angehabt und ich habe endlich wieder diese, wobei ich sagen muss, die riechen ja toll. Also ich liebe sie, ja, dieses Fresh Cotton oder was ist das hier, frische Wäsche, glaube ich, steht irgendwie bei, ne? Ja, frische Wäsche, riechen toll. Die kosten ja 2 Euro pro Kerze. Und ich hatte kürzlich, ich hatte ja auch mal ein Rossmann-Haul gemacht, war mal im Rossmann. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert. Da gibt es auch Duftkerzen. Ja, weiß jetzt nicht, was für eine Marke das war. Ich glaube, das war eine Rossmann-Eigenmarke für 2 Euro auch. Und die haben auch super gerochen. Aber gut, ich meine, der Preis ist gleich. Dann natürlich kann man sich auch eine Airwick gönnen. Aber ich will gesagt haben, die bei Rossmann, die haben auch richtig toll gerochen, als die an waren. Und das war jetzt eine Eigenmarke von Rossmann, ne? Also ja. Dann habe ich für den Schatzi mal geguckt. Spielzeug und so war jetzt nichts groß. Es wurde ein bisschen Hundefutter also angeboten, was man bestellen kann. Die Feuchttücher, die bräuchten wir unbedingt wieder. Ja, die werden auch nicht angeboten. Ein bisschen fressen. Ja, ich habe dann mal diese Leckerlis hier mitgenommen. Und ich habe ihm vorhin schon eins gegeben und da fährt er irgendwie echt voll drauf ab. Willst du noch eins haben? Der hat ewig an einem Ding rumgeknautscht, was ganz cool ist, dass er da auch so ein bisschen beschäftigt ist. Das ist so ein bisschen gummimäßig, da kann er so ein bisschen drauf rumknautschen. Hier, mein Liebling. Bitteschön. Aber dann ist er Schluss heute, ne? Mit Leckerlis. So, das riecht auch richtig gut, muss ich sagen. Ja, also das war das. Wie gesagt, viel habe ich nicht. Ich brauchte einen neuen Taschenrechner. Ich hatte doch gar nicht allzu lange her mir auch einen bei Action gekauft. Und ja, der ist schon hinüber. Und bei Click and Connect war dieser hier, der angeboten worden ist. Der war auch ein bisschen was teurer. Gut, ist Canon. Ich hoffe, der hält dann auch ein bisschen was länger. Weil, ja, Taschenrechner ist gut. Braucht man mal. Dann habe ich mir hier einmal, war sogar in der Wochenwerbung, also Wochenwerbung ist ja trotzdem, habe ich mir das geholt, bestellt. Dann habe ich Batterien, die braucht man auch immer, immer, immer und die sind wirklich günstig. Hier von Panasonic habe ich einmal AA und einmal AAAs, obwohl ich auch Akkus habe, aber man braucht auch mal einfach Batterien, das geht schneller, rucki zucki und ja.
So. Und dann habe ich tatsächlich hier noch das bestellt. Das finde ich ganz süß. Das sind 171 Teile. Und zwar, ich habe mir die Verpackung größer vorgestellt. Ich war überrascht, als dieses kleine Ding hier zu sehen war. Ja, das ist, also bei Action, ja, kaufe ich lieber direkt ein. Ich meine, klar, würde ich bei Ali, wenn es einen Laden geben würde, hier AliExpress, ne, da würde ich auch direkt hingehen wollen. Aber ja, bei Action Man ist es einfach gewöhnt und ich gehe da einfach lieber so hin, weil man kann gucken und anfassen und gut. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das neu ist. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die im Moment überhaupt neue Sachen rausbringen. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich fand das ganz interessant. Das sind 171 Teile zum Schmuck basteln. Also da haben wir Schlüsselringe drin und sogar eine Zange und ja, so ein paar Charms und fand ich ganz cool. Und ja, Inhalt: Kombizange, Schmuckdraht, Schmuckfaden, Kordelgummiband, Einfädeln, Nadel, Ösenstifte, Kopfstifte, Binderinge, Quetschperlen, Kalotten, Lederverschlüsse, Ketten, naja, gut, Karabinerverschlüsse, Ohrhaken, Ohrhaken, Stopper, Ohrstecker, na gut, brauche ich nicht. Aber ich habe es gekauft zweimal, tatsächlich aber für die Gruppe. Also ja, wenn schon, ne, auch der Blog geht in die Gruppe. Ja, sonst habe ich nichts groß basteltechnisches. Aber schaut trotzdem in die Gruppe. Ich kann es immer wieder sagen. Ich stelle trotzdem Sachen rein. Ich bestelle mal bei Ali was mit. Ich mache mittlerweile auch, wie gesagt, Kabotütchen fertig. Ich habe Charms schon fertig gemacht, Kabo-Charms. Jetzt will ich demnächst so kleine Tütchen fertig machen mit Perlen. Weil man sortiert ja auch mal was weg, was man jetzt zu viel hat oder was man eben eigentlich nicht nutzt. Ja, und was soll ich sagen? Bei Click and Connect bekommt ihr tatsächlich, was man im Laden oft nicht bekommen hat, dieses Schneidebrett, ja. Und da habe ich natürlich auch nochmal an meine Mädels gedacht. Eins werde ich behalten, weil meins ist schon ganz schön durchgenudelt. Und da gönne ich mir mal ein neues für den Preis. Ich finde das Brett wirklich toll. Ich habe schon einige ausprobiert und das Schneidebrett, das benutze ich viel, weil ich Planner Einlagen selber drucke und schneide. Und zum Schneiden benutze ich eben ein Schneidebrett. Und das ist toll. Also da muss ich wirklich sagen, das ist das Beste, was ich bisher hatte. Kann ich wirklich nur empfehlen, für den Preis sowieso. Genau, ich habe mir eins gegönnt und noch zwei weitere bestellt, die ich gerne abgebe. Ihr dürft euch melden, die gehen nachher in die Gruppe. Vielleicht sucht die noch jemand, aber wie gesagt, könnt ihr bei Click and Connect bekommen. Ich glaube, die Produkte von Click and Connect sind in jeder Stadt gleich. Ich möchte aber auch nichts Falsches sagen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube wohl. Ansonsten, ich bin ein bisschen erkältet, sorry, dass ich hier so rum und so. Ja, ansonsten war es das auch schon. Also, kann man, muss man aber nicht. Das ist so meine persönliche Meinung. Ihr seht, ich habe auch nicht viel bestellt. Was man ganz viel bekommt, sind derzeit bei Click and Connect wirklich Aufbewahrungsboxen, die großen, die kleinen. Also eben kennt ihr diese großen Plastikboxen. Da gibt es ganz große. Also die sind ganz viel drin bei Click and Connect. Ich kann euch das mal eben. Das müsste doch eigentlich gehen. Moment mal. Schaut mal, ich habe die Seite mal aufgemacht. Also ihr geht ganz normal auf die Action-Seite, action.com und ich habe sie. Ihr seht jetzt gerade gar nicht, da ist er. Hallo, mein Liebling. Du hast jetzt aber genug bekommen, mein Schatz, ja? Dieser Hund. Ja, und da geht ihr am besten, wenn man nämlich jetzt auf Produkte geht, dann werden alle Produkte angezeigt und man denkt, oh geil, die kann man alle bestellen. Nein, ihr müsst direkt auf Click and Connect gehen. Click and Connect. Und da werden alle Produkte angezeigt, die ihr online bestellen könnt. Und da würde ich jetzt gar nicht unbedingt in die Kategorien, da werden jetzt nur vier Kategorien angezeigt, da sind jetzt auch keine, da ist auch keine Bastelkategorie bei oder so. Deswegen, ich bin einfach mal, ne, war eh öde gerade und bin dann einfach mal vorgestern
hier durchgescrollt, ja. Und ich denke oder können mir vorstellen, dass auch vielleicht immer mal was Neues hinzugefügt wird und was anderes rausgenommen wird. Ich weiß es nicht. Ihr seht, das sind eben so die Click and Connect Produkte. Ja, ihr bekommt zum Beispiel auch Technisches wie eine Maus und so und ja, oder hier so Vitaminpillen und ja. Also da ist viel bei. Es wird auch jetzt ein bisschen Osterschoki ist mittlerweile bei und aber eben da ist auch viel bei, wo ich denke, dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt zu Action, denn das sind Produkte, die ich auch ganz normal im Lidl kaufen kann, wie zum Beispiel jetzt Spülmaschinen-Tabs oder eben bei Rossmann, wo man direkt einkaufen kann. Also, ne, ist eine tolle Sache, dass Action das anbietet, ohne Zweifel, denn ja, hier, da zum Beispiel Schublandschrank, von diesen Boxen gibt es ganz viel. Denn da ist hier das Papierschneideteil. Wie gesagt, es sind schon einige Produkte verfügbar, definitiv. Aber ihr könnt gerne, wie gesagt, mal schauen. Aus der Bastelabteilung leider wenig Blöcke und Washi-Tapes. Dann gab es Mandala, hier Malbuch, Buntstifte, Stifte, Gelstifte, das ist alles da. Aber es gibt keine Stanzen, keine. Na, keine Clearstamps oder so Tüdelkram, was man bei Action eben in der Bestellabteilung hat, so Perlen und so. Ne? Es gab es, wie gesagt, 30x30 Blöcke, das eine oder andere Malbuch. Twinmarker gab es auf jeden Fall. Ja, eben war ich überrascht, das Schneidelineal. Aber ansonsten, ich muss es nicht haben. Wenn ich meine Duftkerzen alle sind, werde ich jetzt nicht wegen zwei Duftkerzen bei Action bestellen. Da wartet man 2 Tage, vielleicht auch nur einen Tag. Ich habe spät abends bestellt oder abends, glaube ich, vielleicht deswegen 2 Tage. Aber Haushaltsrollekerzen, das kann ich mir, oder auch hier sowas, Deo, Waschmittel, kann ich mir eben im Rossmann holen. Ja, ich fand es interessant. Ich wollte es mal ausprobieren und vor allem ein bisschen Sehnsucht hat man ja schon nach Action. Aber ich gehe lieber direkt shoppen. Und ja, interessant war es für mich. Also das wäre, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich habe keine Action in der Nähe wegen Click und Connect oder so. Oder ich werde ja sehen, wenn jetzt die Nachfrage wieder ein bisschen was größer ist bei den Schneidelinealen, dann mache ich das natürlich gerne, dass ich vielleicht auch nochmal bestelle. Oder 30 mal 30 Blöcke und mich einfach überraschen lasse, was ich für welche bekomme. Keine Ahnung, weil Blöcke können wir ja immer irgendwie gebrauchen. Ja, ich werde mal gucken. Ansonsten, ja, bleibt alle gesund. Ich kann nur hoffen, ja, dass nach dem 14. das alles wieder ein bisschen gelockert wird mit dem Lockdown. Wobei wir alle denken, oder die meisten denken, dass dem nicht so ist. Ja, weil ja jetzt auch noch die Mutationen, die, ihr wisst schon. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, aber es ist, wie es ist und wir haben uns, glaube ich, alle auch so ein bisschen dran gewöhnt. Ich kann mir teilweise gar nicht mehr vorstellen, ich labere euch hier voll, aber der Tag wird hoffentlich ja kommen, wo man einfach alles wieder machen kann ohne Maske. Das muss doch wirklich ein Traum sein und ja. Da sieht man mal oder da merkt man dann eben auch mal, dass nicht alles selbstverständlich ist, ne, was wir so haben. Und ich freue mich besonders auf den Tag, wo man eben wieder ganz normal ins Fitnessstudio kann. Oh, oder mal wieder ins Kino oder so, was man immer hatte und was man dann einfach auch gar nicht unbedingt immer genutzt hat, weil, ne? Aber wenn man es dann nicht kann. Und sogar jetzt schon im Grunde ja ein Jahr, bis auf eine kurze Pause, wo man ja mal kurz im Fitnessstudio wieder konnte und so mit Einschränkungen. Aber ja, ist schon toll. Ich freue mich auf den Tag. Ich bin gespannt und ich hoffe, das passiert natürlich in diesem Jahr. Weil wir werden ja alle echt beschungen, ne? So, jetzt ist aber gut genug gelabert. Ich hoffe, der kleine und doch sehr feine Haul hat euch trotzdem gefallen. Demnächst kommt wieder was von Envy. Ich habe wieder bestellt. Und joa. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten oder hören uns im nächsten Video. Bis dann, meine Lieben. Ciao.